Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für den Monat November, Dezember. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich fange jetzt einfach mal an mit folgender Kategorie. Los geht's mit Gliscor von Schwarzkopf. Und zwar Hair Repair, Summer Repair, eine Minute Intensivkur. Mit flüssigem Keratin, intensive Pflege und tiefen Repair für sonnenstrapaziertes Haar. Das gibt leider nicht mehr, deswegen werde ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Es war wirklich sehr gut, es roch sehr gut. Habe ich gekauft wegen einer Empfehlung von einer YouTuberin und hat seinen Job getan. Der Duft war toll, aber wie gesagt, es gibt es nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, das war eine LE. Oder das ist ein Sommerprodukt wahrscheinlich. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr gesehen, aber ich fand es eigentlich sehr, sehr gut. L'Oreal Evital Anti-Schuppen Shampoo für normales Haar. Es war sehr gut, es hat mir sehr gut geholfen. Bei mir ist es so, dass ich in den Übergängen, Herbst, Winter, dass meine Kopfhaut ein bisschen trockener wird, dass sich dadurch hin und wieder mal Schüppchen bilden können. Und von daher, ich habe eigentlich immer zur Sicherheit ein Anti-Schuppen-Shampoo zu Hause für alle Fälle. Und ich nutze es nicht regelmäßig, sondern dann halt, wenn es notwendig war. Und da hat es mir sehr gut geholfen. Ob ich mir das jetzt nachkaufen würde, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Ich probiere auch gerne andere Sachen aus. Von daher, ich glaube eher nicht. Dann habe ich hier noch von Desange ein Doppelfarb-Elixier. Das ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Ich schaue mal eben, ich habe noch einen im Backup. Genau, also das ist mein Backup. Das hier habe ich aufgebraucht, aber ich habe das nur im Backup, weil es, weil ich diese beiden Sachen in einer Beautybox bekommen habe. Man muss das hier schütteln, dann vermischt sich, ich mache das mal eben vor, dann vermischt sich das Ganze und ja, und dann sprüht man das einfach auf trockene Haar oder auch auf nasses Haar, auf feuchtes Haar. Und das soll den Farbglanz, wenn man jetzt getönte Haare hat oder gefärbte Haare, den Farbglanz länger erhalten. Das ist auch ohne Ausspülen. Ich fand es nicht schlecht, muss ich sagen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Haare, die waren einfach nach dem Haarewaschen, nach dem Föhnen leicht kämmbar. Und ich fand es nicht schlecht, aber dass ich das jetzt nochmal nachkaufen würde, weiß ich noch nicht. Aber ich kann es trotzdem empfehlen. Ein einziger Nachteil hat dieses Produkt. Und zwar ist es so, dass die Düse hier verstopft, ziemlich schnell verstopft. Und normalerweise kommt da ein richtig schöner Sprühstrahl raus. Ich mache da mal eben vor. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Ja. Und nach einer Zeit verkleben die Düsen hier, sodass dann, dass es dann nur so ein Rumgespritze gibt, so wie jetzt. Ja, funktioniert noch. Ja, da ist noch ein bisschen ein ganz kleiner Rest drin. Aber ja, die Düsen verstopfen hier. Ich weiß nicht, ob man da jetzt, man kann da auch nicht mit einer Nadel reingehen, oder? Egal, ich habe es einfach in meine Hand gesprüht und das Ganze in meine Haare eingearbeitet. Und vom Duft her, es riecht wirklich sehr, sehr gut. Trotzdem, nachkaufen würde ich es mir eher nicht. Dann habe ich hier eine Zahnpasta aufgebraucht und zwar von der Firma Nu Skin. Die nennt sich AP24. Das ist eine weißmachende Zahnpasta und zwar soll sie das natürliche Zahnweiß
wieder zurückholen. Das heißt, es werden Teeablagerungen und Koffein, also Kaffeeablagerungen auf den Zähnen sollen verschwinden. Das natürliche Zahnweiß kommt zum Vorschein. Und bei dieser Zahnpasta ist es so, dass die Zahnpasta oder dass die Inhaltsstoffe ein Film quasi um die Zähne legen oder wie eine Teflonschicht. Und dadurch können dann halt keine neuen Ablagerungen entstehen. Man muss sie natürlich regelmäßig anwenden. Ich finde, man kann die sehr gut anwenden. Sie hat eine gewisse Schärfe. Ich persönlich brauche einfach ein bisschen mehr Frische. Aber Ergebnisse, ja, die Zähne werden heller, beziehungsweise sie werden nicht aufgehellt, sondern das natürliche Zahnweiß kommt zurück. Aber wie gesagt, mir fehlt einfach die Schärfe und dieses frische Gefühl. Und es ist tatsächlich so, wenn man die Zähne damit putzt, dass man sofort spürt, dass die Zähne glatter werden. Und es ist ja auch so, dass sich Ablagerungen auf glatten Flächen eher nicht ablagern können, sondern eher auf unebenen Flächen. Und ich denke, das ist halt, hat damit zu tun. Ich, Moment, mein Handy hat gerade geklingelt. Mal eben nachschauen. Was ist los? Genau. Also, will damit sagen, dass ich finde es sehr gut, aber ich möchte es mir nicht nachkaufen, weil mir diese Frische halt fehlt. Die Firma Nu Skin, das ist eine Firma, wie nennt man sie, die mit Vertriebspartnern arbeitet. Es gibt da verschiedene, LR zum Beispiel. Was haben wir noch? Da heißt die Firma Unique, genau, Unique. Und meine Firma It Works und wir sind alle halt Vertriebspartner, die diese Produkte quasi weiterempfehlen. Und ich habe mir damals nämlich einen ganzen Satz geholt, um die Produkte auszuprobieren. Da werdet ihr auch gleich sehen, dass ich einige aufgebraucht habe und mein Fazit dazu. Genau. Und wenn ihr die bestellen wollt und die mal ausprobieren wollt, ich kenne jetzt leider keine Vertriebspartnerin, die ich weiterempfehlen könnte. Ich kenne keine, die damit arbeitet. Aber ich kann euch die Seite unten verlinken von Nu Skin und ich glaube, man wird dann weiter geleitet an die entsprechende Kontaktperson, die in der Nähe wohnt. Genau, richtig. So viel zu einer Zahnpasta. Wenn ihr übrigens interessiert seid an einer Vertriebspartnerin, die mit LR arbeitet, die mit Juice Plus arbeitet, die mit Unique arbeitet, dann kann ich euch weiterhelfen. Genau. Aber geht einfach auf Facebook, dort werdet ihr alle finden. So, weiter geht's zur nächsten Kategorie. Kategorie Gesicht. Und da geht es nämlich auch weiter mit Nu Skin. Uppala. Und zwar habe ich da eine Gesichtscreme ausprobiert. Ich fand sie ganz gut. Das ist eine 24 Stunden NAPCA Moisturizer. Eine 24 Stunden Creme. Und ich fand sie ganz gut. Die riecht auch wirklich sehr gut. Die ist auch super lange haltbar. Und was heißt hyper? Die ist sehr ergiebig, aber meine Haut braucht einfach mehr Feuchtigkeit und die war mir nicht reichhaltig genug. Deswegen würde ich die jetzt auch nicht nachkaufen, zumal ich für mich eine andere Linie, eigentlich eine andere Linie schon lange, lange nehme und damit sehr zufrieden bin. Genau. Dann bleiben wir auch noch mal bei der Firma Nu Skin. Und zwar habe ich diese Maske aufgebraucht. Das ist eine Schlammmaske und die ist dazu da, damit die Hautunreinheiten verschwinden. Und es ist so, wenn man sich diese Maske aufträgt, es riecht nach
nach Schlamm, angenehm nach Schlamm. Aber ja, sie ist im ersten Moment, hat die Konsistenz einer Maske, keiner Tuchmaske, sondern einer Paste, ist klar. Aber sie wird fest dann. Das ist total interessant zu beobachten. Das Ganze trocknet ein und man kann wirklich sehen, wie die, wo sich die einzelnen Poren befinden. Das sieht manchmal richtig gruselig aus. Aber es ist so, dass mir war das, es war okay, aber eben für meine Haut nicht geeignet, weil ich habe keine Mitesser mehr. Hautunreinheiten habe ich auch nicht. Mal hin und wieder, ein, zwei, drei Pickelchen, aber die ist einfach nicht für meine Haut geeignet und von daher würde ich die mir jetzt auch nicht nachkaufen. Es kann natürlich auch sein, weil der ganze Dreck aus den tieferen Schichten der Haut rausgezogen wird, dass man erstmals, dass die Hautunreinheiten erstmal etwas schlimmer werden, aber es hat ja auch sein Gutes, weil das Ganze nach außen gezogen wird und dann irgendwann hat man dann eine wunderschöne, reine Haut dadurch. Machen wir weiter mit Reachers. Jo, das war in einer Beautybox drin. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Reachers, ich bin ein großer Fan von Reachers. Diese Creme allerdings würde ich mir nicht kaufen. Das ist jetzt eine Probegröße und zwar nennt sie sich The Ritual of Namaste Glow Natural Skincare. Radiant Anti-Aging Day Cream, also eine Tagespflege, aber sie hat halt nicht diesen tollen Duft, den ich bei Rituals gewohnt bin. Sie riecht sehr dezent, finde ich auch okay fürs Gesicht. Im Gesicht muss man ja nicht übertreiben, aber sie riecht wirklich, also nichts sagen irgendwie für Rituals. Ja, ich fand, sie hat auch ganz gut gepflegt. Diese kleine Tube hat gereicht für vier Anwendungen. Da sind 25, nein, 5 Milliliter drin. Aber nach Kaufen in einer großen Größe würde ich sie jetzt nicht. Jetzt kommt ein Produkt, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Also ich war wirklich sehr überrascht. Und zwar handelt es sich um das Micellenwasser von Eucerin. Micellenreinigungsfluid an empfindlicher Haut getestet für alle Hauttypen 3 in 1. Ich fand sie richtig gut. Also wer nach einem Micellenwasser sucht, was auch reinigt, was auch nicht stark parfümiert ist, wie zum Beispiel, es riecht nach nichts, passt nach nichts und ja, also ihr kennt ja diese Micellenwasser zum Beispiel von Garnier, dieses gegen wasserfestes Make-up. Das hat halt diesen starken Eigenduft. Es ist sehr, sehr stark parfümiert. Das hier hat super, super gut gereinigt. Ist für empfindliche Haut geeignet, finde ich. Und es hat mein Augen-Make-up super entfernt und es riecht nach nichts. Also es ist eigentlich wie Wasser, aber viel besser als Wasser, ne? Zum Abschminken. Ja, und das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Probiert das mal aus. Dann habe ich Masken aufgebraucht und zwar die beiden von Misha. Die Firma Misha, da habe ich eine Review gemacht über diese Masken, verlinke ich euch hier oben. Ich finde sie richtig gut. Die sind sehr nass, muss man sagen. Und ich finde, man kann sie am besten in der Badewanne anwenden, weil sie wirklich sehr nass sind. Das Ganze so ein bisschen tröpfeln kann, aber es hält sich in Grenzen. Und nach der Anwendung ist es wirklich so, dass die Masken relativ trocken werden. Das heißt, die Haut hat dieses Serum, was da drin ist, richtig gut eingezogen. Man muss aber auch dazu sagen, bei solchen Tuchmasken, dass das Gefühl hinterher
vielleicht nicht unbedingt erstmal angenehm ist. Ich würde die immer abends anwenden, weil dieses Serum, streicht man ja das Serum in das Gesicht ein, in die Haut ein und trotzdem bleibt dann noch so ein Gefühl. Man muss noch ein bisschen länger warten, bis man dann hingehen kann, um seine Pflege, Abendpflege oder Tagespflege aufzutragen oder sich zu schminken oder wie auch immer. Ich finde sie gut, weil sie auch nicht an Tieren getestet worden sind. Das ist eine koreanische Maske und da bin ich auch immer etwas vorsichtig. Trotzdem steht hier Against Animal Testing. Na, steht hier nochmal schwarz auf weiß. Und jetzt kommt wieder eine Maske und zwar von Dresdner Essence, Tag am Meer, After Sun Tuchmaske. Das war in einem Pack drin, wo auch ein Duschgel, eine Körperpflege drin war und ich glaube auch eine Lippenpflege gegen die Sonne. Die fand ich jetzt gar nicht gut, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich die Badezusätze von Tag am Meer Dresdner Essenz liebe. Aber die Tuchmaske fand ich nicht gut, weil sie einfach nicht gut geschnitten war. Also die Augen waren wirklich sehr, sehr klein ausgeschnitten und war kein Vergnügen, diese Maske anzuwenden. Dann haben wir hier noch eine Maske. Und zwar ist das eine Peel-Off-Maske von der Firma, wie heißt sie nochmal? May Beauty, glaube ich. May Beauty. Ah, die Review verlinke ich euch da oben. Ist übrigens ein ganz altes Video. Trotzdem, ich fand sie ganz gut. Die Haut fühlt sich danach sehr, sehr weich an. Und ja, man muss sie 30 bis 45 Minuten drauf lassen. Sie wird dann zu einer Peel-off-Maske. Und wenn man die Maske abziehen möchte, kann das doch ein bisschen an den Härchen ziehen. Aber es ist noch erträglich und ja, also ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ob das jetzt die beste Peel-off-Maske ist, weiß ich nicht. Ich habe da noch welche im Backup, die ich austesten möchte, aber ich fand sie relativ gut. In den Monaten Dezember und November haben wir sehr oft gebadet. Einfach weil das Wetter draußen ziemlich kalt war, ziemlich nass. Und da gönnt man sich ab und zu mal öfters ein Bad. Der Marcel, totes Meer, Badesalz. Man muss wirklich die ganze Packung in das Badewasser streuen. Soll klären und ausgleichen, Hautschüppchen ablösen und so weiter, entspannen. Ich fand sie nicht so. Ich würde sie nicht nochmal benutzen, weil da war auch irgendwie kein Duft drin und dass sie da jetzt meine Haut weicher gemacht hat, dass die Hautschüppchen entfernt hat oder so, weiß ich nicht. Also ich finde, ich kaufe sie mir nicht nach. Die war auch im Angebot für nur 90 Cent, sehe ich gerade. Ja, nee, brauche ich nicht. Dann habe ich auch gebraucht. Hingegen ganz viele Badesalze und zwar von der Firma Dresdner Essenz. Und ihr wisst, wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich liebe die. Und zwar einmal perfekter Moment, da haben wir drei Stück aufgebraucht. Tag am Meer, mein Lieblingsbadesalz und Sommerglück. Alle drei Sorten sind nicht mehr im Sortiment. Es ist ja Wintersaison und da haben sie halt neue, schöne Badesalze ins Sortiment reingebracht. Ich habe mir aber Backups geholt von denen hier, also von Perfekter Moment und von Tag am Meer. Es haben nicht mehr sehr viele, aber jo, die werde ich für besondere Momente aufsparen. Und weiter geht's mit der Badesaison. Und zwar einmal Tätisep Kuschelzeit. Riecht sehr gut. Badekristalle von Kneipp, Lieblingszeit. Fand ich auch sehr gut. Riecht nach Kirsche. Die fand ich nicht so gut. Dann habe ich hier von Dermacell
Hallo Schöne, die fand ich gut. Also sie hat richtig stark geschäumt, muss ich sagen. Milch und Honig mag ich eigentlich nicht so sehr, aber die fand ich richtig gut. Und dann haben wir Isana, die ist auch ganz toll. Die riecht nach Lavendel und meine Kinder mochten die auch gerne, weil ich habe noch ein paar mehr aufgebraucht, aber halt nicht aufbewahrt. Die war richtig, richtig schön. Die hat geschäumt, die hatte eine schöne lila Farbe, der Duft war unbeschreiblich gut. Die kaufe ich mir nach, die gibt es auch noch. Und zu guter Letzt, das hier war in der Vegan Beauty Basket von Maison Monnier. Das war ein Badesalz und ja, wie soll ich sagen? Es riecht richtig schön, richtig natürlich nach Blumen, nach Kräuter. Was ich nicht so gut fand, war, also die hat nicht geschäumt und da waren Blumen drin. Also da war halt das Badesalz und da waren Blüten drin, getrocknete Blüten. Und das Problem war, dass sich diese Blüten in meine Haare festgesetzt haben. Das heißt, ich hatte oben einen Dutt gemacht und habe mich dann in die Pfanne gelegt, aber trotzdem hier hinten haben sich die Blüten alle festgesetzt. Hat eine Zeit lang gedauert, bis ich die alle raus hatte. Von daher keine Weiterempfehlung. Oh mein Gott, wie lange noch? Das hört ja nicht auf. Pause, weil mein Akku leer ist. Ich habe so viel gequatscht. Also, Cut. So, gegessen, getrunken, habe einen Film geguckt. Und weiter geht's. Und zwar mit diesem Cremebad Rose und Arganöl von Balea mit traumhaftem Schaum. Ja, der Schaum war traumhaft. Es roch auch sehr gut, roch nach richtig schöner Rose. Und auch dieses Arganöl konnte man gut herausriechen. Ja, ich mochte das sehr gerne. Trotzdem bleibe ich bei meinen Badesalzen. Und dann geht's weiter mit einer Cremedusche. Schoko, sinnlich schokoladiger Duft. Von der Firma Today. Das habe ich in dem Tauschpäckchen mit der Alina Jasmin bekommen. Video verlinke ich da oben. Ja, es ist ein richtig schokoladiger Duft. Und hauptsächlich haben das meine Kinder verwendet, weil sie mochten das einfach sich während des Duschens mit Schokolade einzucremen, weil dieser Duft richtig schokoladig war. Also es war ein kleines Vergnügen für meine Kinder. Ich habe es auch benutzt. Und ja, jetzt ist leer und jetzt kommt es weg. Von der Firma Yves Rocher, das Monoir oder Monoi de Tahiti. Das ist ein Körper-Duschgel und auch ein Haarshampoo gewesen. Also beides in einem. Ja, ich mag diesen Duft sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Es riecht nach Sommer, Sonne, Strand, Meer. Allerdings habe ich mich daran doch ein bisschen satt gerochen. Ich habe das ja, ich habe zwei Flaschen schon aufgebraucht. Ich habe da jetzt auch noch einen Duftspray aufgebraucht. Aber irgendwann riecht man sich an dem Duft satt und irgendwann passt der nicht mehr zu der Jahreszeit. Aber ich fand es sehr, sehr angenehm, damit zu duschen. Ich habe hier eine Body Butter Coconut von der Firma Love Spa. Und zwar ist das eine Körpercreme aus dem Action. Und es roch total nach Raffaello, also richtig stark nach Kokos. Pflegewirkung war auch ganz okay. Ja, trotzdem gibt es natürlich viel bessere Body Butters, aber für den Preis war das ganz in Ordnung. Dann habe ich hier auch wieder von der Firma Nu Skin Epoch Baobab Body Butter. Da sind 125 Gramm drin. So, also ich muss sagen,
Bisher war das die beste Bodybutter, die ich jemals verwendet habe. Aber da sind nur 125 Gramm drin und sie hat dann doch ihren Preis. Aber ich muss sagen, dass sie wirklich sehr, sehr gut ist. Sie ist wirklich sehr pflegend, sie ist relativ ergiebig. Man brauchte nicht sehr viel, man konnte sie wirklich sehr gut in die Haut einarbeiten, sich mit wenig Produkt großflächig eincremen und die Pflegewirkung war einfach Granate. Also ich fand sie wirklich gut. Der Duft, ja, war auch sehr, sehr schön. Es riecht nach, ja, es hat einen leichten nussigen Duft. Ja, also hier steht für jede gekaufte Body Butter Plants New Skin einen Baum in Malawi. Ja, da gibt es halt diesen Baobab-Baum und aus diesem Baobab-Baum wird irgendwie diese Creme hergestellt. Ja, also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie wirklich sehr, sehr gut ist, sehr gut pflegt. Aber für mich, auch wenn die Pflegewirkung absolut bombastisch ist, ist der Preis mir doch ein bisschen zu hoch und so viel Pflege brauche ich jetzt nicht. Dann greife ich dann doch lieber zu Rituals, das ist wesentlich günstiger und oder zum Beispiel, sag schnell, wie heißt die Firma? Beauty Shop? Body Shop, wow, Body Shop, genau, Body Shop, Rituals, die Preise sind da auch hoch, also das ist nicht eine Drogerie, Body Butter, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch und es reicht mir wirklich, also Rituals reicht völlig und von daher kaufe ich mir das nicht nach, aber ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade eben schon erwähnt bei dem Duschgel, ich habe auch von Monoi de Tahiti ein Duftspray aufgebraucht. Ist der gleiche Duft, aber wie gesagt, irgendwann riecht man sich an diesem Duft satt. Vielleicht kaufe ich es mir mal im Sommer nochmal nach. Mal gucken, aber ich fand es gar nicht schlecht. Trotzdem kommt es jetzt weg und wird im Moment erstmal nicht nachgekauft. Jo, wir nähern uns langsam dem Ende. Das ist ein Nagellackentferner von Ebelin. Der Nagellackentferner, das ist dieses Pöttchen, wo ein Schwamm drin ist, wo man den Finger reinstecken muss, ein bisschen drehen muss und schon ist der Nagellack ab. Der Schwamm hat sich, ist noch nass, aber diese Nagellackreste haben dort überhand genommen. Das heißt, wenn ich den Finger wieder rausgenommen habe, haben sich überall am Finger Nagellackreste angesiedelt und von daher ist es für mich aufgebraucht und wird auch eventuell nachgekauft. Aufgebraucht und darüber bin ich sehr, sehr traurig, weil ich es ständig benutzt habe und zwar ist das von Essie. Dieser Nagellack in der Farbe Marshmallow. Jo, ich habe den auch jetzt heute drauf. Ich finde, er hat, das ist einfach ein natürlicher Look, den man dadurch bekommt. Man ist, ja, es sieht gepflegt aus und es ließ sich sehr leicht auftragen. Es hat relativ schnell getrocknet. Wenn da mal ein Macken reinkommt, sieht man das nicht mehr, nicht sofort. Aber ja, er ist noch bis hierhin voll, ja, aber der zieht schon Fäden. Ne? Also wenn man einen Nagellack ziemlich oft benutzt, ich habe den fast täglich benutzt, dann zieht der Fäden und man kann den nicht mehr vernünftig auftragen. Allein durch den Kontakt mit Sauerstoff verliert der Nagellack seine ursprüngliche Konsistenz und von daher kommt er weg. Ja, ich würde mir nachkaufen, aber ich habe noch Nagellacke, die ich aufbauen muss. Diese Mascara ist meine Lieblingsmascara. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, nachdem ich meine anderen Mascaras
aufgebraucht habe. Ich habe noch so viele, aber ich weiß ungefähr, welche nicht gut bei mir funktionieren. Die werden dann aussortiert. Wenn ich dann alle meine Mascaren weg habe, dann Mascaras, dann kaufe ich sie mir nach, weil sie spendet Länge, sie spendet Volumen, was mir sehr wichtig ist. Und ich finde, sie hält auch sehr gut. Das ist die von Maybelline, The Colossal Volume Express Mascara in 100% Black. Ich finde sie toll. Das Bürstchen ist toll. Das ist kein Gummibürstchen. Ne? Also ich finde, also ich kann damit super, super umgehen und die benutze ich auch schon, ja, schon Jahre und immer wieder ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier Wimpern von Catrice. Die fand ich richtig gut. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Lash Couture Smoky Eye Volume Lashes. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Aber die hatten halt einen wunderschönen Schwung. Die Länge war optimal. Der Wimpern war nicht zu übertrieben. Ein wunderschöner, natürlicher Look. Nur ich kriegte nicht mehr auf mein Auge drauf, weil sich das Wimpernbändchen ziemlich verzogen hat und von daher kommt es weg. Dann haben wir hier I Love Stage Eyeshadow Base von Essence. Finde ich auch sehr, sehr gut. Würde ich na mir nachkaufen. Der Auftrag war ganz einfach. Man konnte mit dem Applikator einfach das Produkt auftragen, mit den Fingern so ein bisschen schön verreiben und es hat wirklich die feinen Äderchen kaschiert, hat eine tolle Base gebildet. Von daher hat auch den Lidschatten sehr lange haltbar gemacht. Auch eine Weiterempfehlung. Tattoo Brow von Maybelline ist ja ein ja, ein Augenbrauen-Gel, welche die Augenbrauen für 2 Tage einfärbt, fand ich gut. Hat wirklich 2 Tage gehalten. Ja, man muss es auftragen, trocknen lassen, abziehen und dann hat man schon seine perfekte Augenbrauenform gehabt, wenn man den richtig aufgetragen hat. Video verlinke ich euch da oben, da habe ich auch eine kleine Review gemacht. Die Farbe passte nur nicht. Trotzdem habe ich es aufgebraucht. Das ist die Farbe Dark Brown. Da war ein leichter Rotstich drin, der mir nicht gefallen hat. Und ja, ich habe es aufgebraucht. Es ist leer, kaufe mir aber nicht wieder nach. Dann habe ich hier einen Eyeliner, den ich auch richtig, richtig gut fand. Und zwar ist das von Trended Up Intense Color Eyeliner in Waterproof. Das ist die Farbe 040, Aubergine, glaube ich. Oder was ist das für eine Farbe? Ja, ich glaube, Aubergine oder Lila. Es hat halt so einen Pinsel. Ich konnte damit super, super gut meinen Eyeliner-Strich ziehen. Der ist leer. Da sind vielleicht ein, zwei, drei Tröpfchen noch drin. Aber also die war richtig, richtig lang anhaltend. Und sie ist nicht ausgelaufen und das habe ich auch daran gemerkt, dass sie richtig langanhaltend ist. Ich habe versucht, sie mit Augen-Make-up-Entferner zu entfernen, immer. Aber also das ganze Augen-Make-up war weg, nur halt der Eyeliner nicht. Ne? Also man musste da schon mit dem Wattepad und dem Augen-Make-up-Entferner ganz, ganz lange auf dem Auge dranbleiben, damit das Ganze eingeweicht wird und man konnte es dann abziehen. Ich fand es gut und ich weiß jetzt nicht, ob es die noch gibt. Werde ich noch mal schauen und dann kaufe ich die mir nach. Und das letzte Produkt auch wieder von Nu Skin und zwar ist der Lip Plumper. Der Lip Plumper Nu Color. Das ist ein Pflegestift, der die Lippen so ein bisschen aufplustern soll. Ja, das Ganze die Durchblutung anregen soll. Ne? Also ihr kennt vielleicht diese Lippenstifte, die gab es auch mal in der Drogerie. Genau, und das ist jetzt auf. Da ist zwar noch, also ich drehe den jetzt hier komplett auf. Da ist zwar noch Produkt drin, aber ich habe keinen Bock, da jetzt noch weiterhin drin rumzupulen. Ich habe nämlich noch einen vollen und ich fand die ganz gut. Die Pflegewirkung war super.
Dieses Lippen auf Pusten, auf Plumpen, Lippplampe halt, war auch okay. Meine Lippen sind ein bisschen voller geworden, soweit es ging. Aber dann muss man jedes Mal mit einem Peeling vorher dran gehen, damit die Inhaltsstoffe richtig gut in die Lippenhaut einziehen konnten, ihre Arbeit verrichten konnten. Und irgendwie hatte ich da keine Lust mehr drauf oder habe ich keine Lust mehr drauf. Ich nutze den jetzt immer noch als ganz normalen Pflegestift. Und ja, der ist alle, der kommt weg und das wird auch nicht nachgekauft. Oh, noch was. So, das ist das letzte Produkt. Und zwar ist das von Balea, das Limited Edition war das, eine Reinigungstücher mit Aktivkohle für normale und Mischhaut. Ich fand die so kacke. Ich fand die so blöd, weil die schwarz waren. Die Tücher waren schwarz und ihr könnt euch vorstellen, bei weißen Abschminktüchern ist es so, dass man sehen kann auf diesen Tüchern, wie viel oder ob überhaupt Make-up abgegangen ist. Ja, und dann konnte man nochmal noch ein Tuch nachziehen, nachnehmen und dann nochmal drüber gehen. Man hat dann ungefähr eine Vorstellung gehabt, ja, wie oft man noch mit den Tüchern drüber gehen kann, bevor man mit der intensiven Reinigung anfängt, Waschreinigung und so weiter. Bei diesen Tüchern, ich konnte so drüber gehen, ich habe nichts gesehen. Es war immer noch schwarz und ja, also ich mochte das nicht. Ich weiß auch nicht, was der Sinn dabei ist, das Ganze mit Aktivkohle. Mir reichen ganz normale Abschminktücher, allerdings nicht für mein Gesicht, sondern für Swatches oder halt fürs Make-up. Und von daher, ja, kommt weg, wird auch nicht nachgekauft. Ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt gibt, aber bestimmt gibt es auch von anderen Firmen schwarze Reinigungs-Abschminktücher und die werden auch nicht gekauft. Das war mein Aufgebraucht-Video und ich werde das nächste Aufgebraucht-Video viel kürzer halten. Gut, das waren jetzt für 2 Monate. Ja, wenn ihr noch bis zum Schluss dran geblieben seid, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.